In den Plattenladen gehen, Schallplatte kaufen, zu Hause auflegen, anhören, gut finden. Die Zeiten, in denen man sich seine Lieblingsmusik noch selbst aussuchen musste, sind vorbei. Musik von heute findet ihre Hörer. Automatisch. Das jedenfalls wünscht sich die Musikindustrie. Dank der Datenmengen, die bei YouTube, Spotify und Last.fm anfallen. Auch der Internet-Musikfernsehsender Vivo setzt auf Big Data, um sein Programm zu optimieren. Und sammelt Informationen über sein Publikum, wo es nur geht. Wo hat er den Einstieg hergenommen? Ist er direkt auf die Plattform gekommen, guckte über die iPad-App? Was hat er danach geguckt? Macht er lauter oder leiser? Lässt das im Hintergrund laufen? Oder guckt er halt wirklich auch die Videos an? Das sind ja alles Informationen, die uns helfen, jedem Einzelnen dann hinterher eben das bessere Musikvideoerlebnis zu geben. Ein besseres Musikerlebnis, das bedeutet für Tina Funk vor allem, die Zuschauer möglichst lange auf der Vivo-Seite halten. Deshalb versucht der Sender, dem Konsumenten genau die Musik vorzusetzen, die er tatsächlich hören möchte. Im Idealfall eine endlose Aneinanderreihung von Musikvideo-Empfehlungen. Und damit diese Empfehlungen auch sitzen, braucht Vivo, na klar, Daten. Wenn jemand kommt, um sich eine große Premiere anzugucken, wie jetzt von Taylor Swift oder One Direction, dann kriegt er hinterher als nächstes Video was ausgespielt, was die Redaktion ausgesucht hat. Und dann ist es natürlich auch im Kontext von Big Data so, dass Algorithmen bei uns zum Zuge kommen, die eben errechnen, was einem Konsumenten gefallen könnte, der extra gekommen ist, um Taylor Swift zu gucken. Aber nicht nur Internetmusikfernsehsender setzen auf Computer. Auch dort, wo man es vielleicht am wenigsten vermuten würde, bestimmen Maschinen, was läuft. Zum Beispiel beim Berliner Schlagersender Radio B2. Norman Streche ist Programmdirektor und Moderator der Morgensendung. Jeden Morgen um 5 Uhr weckt er seine Hörer mit einer automatisch erstellten Playlist. Früher war das so, dass man CDs oder noch Schallplatten aufgelegt hat. Heute ist alles im Computer. Hinter mir sieht man die Abspielsoftware. Das ist alles dort einprogrammiert und man muss eigentlich nichts mehr raussuchen und nichts mehr machen. Für die Hörer kein Problem. 276 Minuten bleiben diese durchschnittlich am B2-Programm hängen. Eben weil genau definiert ist, dass ein Künstler maximal alle 3 Stunden wiederholt werden darf. Dass sich weibliche und männliche Interpreten die Waage halten, dass nur ein romantischer Schlager pro Stunde erlaubt ist. Oder dass auf ein Lied mit Blockflöte auf keinen Fall ein zweiter Flötensong folgen darf. Denn nur wenn sich möglichst kein Schlagerfan von der Musik gestört fühlt, geht das Konzept von Radio B2 auf. Die Leute hören durch, weil sie mögen und sie wissen, ach, jetzt kommt ein Lied, naja gut, das mag ich nicht, aber ich weiß, es geht gleich besser weiter. Und dadurch halten sie durch. Zuhörer, die durchhalten müssen. Für den Radiomacher Klaus Walter ein Albtraum. Sein Anspruch ist es, seinem Publikum neue, unbekannte Musik vorzustellen. Seit aber Marktforschung und Datenanalyse das Programm bestimmen, ist das unmöglich. Denn alle Popradios streben in dieselbe Nische, den von Computern errechneten Mainstream. Aber jenseits dieses breiten Stroms gibt es eben auch noch ganz, ganz viele Leute und die fallen, und zwar aus allen Programmen, ob das jetzt Jugend oder jüngere Erwachsene oder ältere Erwachsene oder Oldies sind, die fallen überall raus. Das heißt, man orientiert sich eigentlich auch in den öffentlich-rechtlichen Häusern an einem breiten Strom in der Mitte. Und dort ist kein Platz für einen Moderator wie Walter. 2008 stellt der Hessische Rundfunk seine Sendung deshalb ein. Ein Radiomacher, der seine Musik selbst auswählt, das erscheint dem HR nicht mehr zeitgemäß. Seitdem ist Walter vor allem beim Internetsender ByteFM zu hören. Ausgerechnet das Netz bietet ihm die Freiheit, ein Programm zu machen, auf das der Computer keinen Einfluss hat. Mit Playlists und Empfehlungen, wie sie nur ein Mensch auswählen kann.